Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Erstmal ein frohes neues Jahr. Ich habe mich jetzt echt, ich habe 30 Tage ist mein letztes Video schon her, was ich gar nicht wollte. Aber ja, war mal ein bisschen Pause, Weihnachten und alles. Aber ich hoffe, ihr seid alle gut durchgekommen und jetzt kommt das nächste. Wir, wie in der Überschrift schon zu sehen, wollen wir heute mal einfach die Gesichter tauschen. Also ich habe hier mal so ein Bild von mir genommen und dann habe ich hier ein anderes Bild genommen von einem anderen Mann. Das Bild ist wieder von Pexels. Da kann man umsonst und lizenzfreie Fotos benutzen. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So, und jetzt wollen wir gerne mein Gesicht auf das Gesicht von ihm machen. Geht eigentlich ganz einfach. Wir nehmen erstmal mein Gesicht, benutzen das Lasso-Werkzeug und machen uns grob hier. Wenn ihr natürlich nur die Augen wollt, könnt ihr nur die Augen machen oder mit Nase. Ich mache mal jetzt mit allem hier, mit Mund, aber nicht mit meinem Kinn. Machen so hier, dass wir hier diese Auswahl haben. Die können wir jetzt mit Ctrl, STRG und C kopieren. Und einfach mit STRG und V hier wieder einfügen. So, jetzt ist das ganz klein hier. Mit STRG und T transformieren wir das und machen das jetzt erstmal. So, jetzt sieht es natürlich ein bisschen verpixelt aus. Ein bisschen größer. Jetzt müssen wir das natürlich anpassen. Dafür machen wir die Deckkraft von meinem Gesicht etwas runter. Gehen wir hier ein bisschen näher ran und sehen in ungefähr, wo die Augen sind. Weil wir müssen das echt, weil ich so ein bisschen schief gucke, müssen wir das hier einmal drehen. Weil die Augen müssen gut zueinander passen, die Nase und der Mund. Also das ist eigentlich schon fast ganz gut. Joa, das kann man eigentlich so lassen. So. Jetzt können wir die Deckkraft wieder hochsetzen und müssen jetzt erstmal wieder unsere Markierung machen. Dafür können wir STRG benutzen und hier unten auf meine Ebene einmal hier aufs Bild klicken. Da seht ihr dann kommt so eine Umrandung, Markierung. Und dann haben wir unsere Markierung wieder. Da machen wir unser Bild jetzt aus. Das, die Hintergrundebene, müssen wir erstmal als normale Ebene machen. Da können wir Doppelklick drauf machen und einfach OK. So, jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen Überstand rechts. Das wollen wir nicht mit wegmachen. Also verkleinern wir die Auswahl unter Auswahl, Auswahl verändern und verkleinern. Ich habe jetzt hier mal 20 Megapixel, 20 Pixel gemacht. Sieht man trotzdem noch, man kann es nochmal machen. Verkleinern, mal nochmal auf 20. Ja, ein Tick geht noch. Ein kleines bisschen noch. So, jetzt haben wir hier die. Wenn wir das so haben, löschen wir einfach, also Entferntaste und holen uns hier das Gesicht raus. Jetzt müssen wir meins wieder anmachen und beide Ebenen markieren. Könnt ihr entweder die Shift-Taste festhalten oder STRG und beide markieren. Jetzt gehen wir einfach auf Bearbeiten, Ebene automatisch überblenden und dann Bilder stapeln. Das heißt, er macht hier auch nahtlose Töne und Farben. Also er macht das jetzt in einem, passt sich der Farbe der Hintergrundebene hier an und dann müsste das was werden. Wir schauen mal. Okay. So. Und das sieht doch ganz nice aus. Die Markierung können wir mit STRG und D wegmachen. Und dann würde ich sagen, also der Ich, mein Typ Gesicht passte ja eigentlich nicht zu dem Typ Gesicht, gerade mit dem Bart oder so. Aber es sieht ganz lustig aus. Oder? Er hat schön die Hautfarbe mit übernommen. Gut, hier, der Schnauzer vorne ist weg jetzt. Natürlich, weil ich meine Nase und Mund genommen habe. Könnte natürlich ein bisschen besser sein. Denn hätte ich nur bis zur Nase nehmen müssen. Aber so vom Prinzip her, oder wenn ihr nur mal als Frau irgendwie, bei den Frauen geht das meistens leichter. Also am besten immer solche Fotos benutzen, wo man direkt, wo die direkt vorne in die Kamera gucken. Ja, also ein gerader Kopf. Aber es geht auch so. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Und probiert es gerne mal aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.